Erneuerbare Energien sind Freiheitsenergien. Die Entscheidung zum Atomausstieg steht. Sie haben Abwehrkämpfe geführt gegen jede einzelne Windkraftanlage. Machen wir uns frei von den fossilen Energien, erst aus Russland, dann insgesamt. So kämpfen wir für die Freiheit. Fossilfrei, der Podcast zum Ampelmonitor Energiewende. Ja, willkommen, ein ganz herzliches Willkommen an alle hier im Saal, an alle auf YouTube, da draußen im Internet und auch an alle, die die Folge später als Aufzeichnung hören, bei dieser ganz besonderen Episode Nummer 20 von Fossilfrei. Sie hören es schon oder ihr hört es schon, wir sind live. Aber erstmal, wer sind wir? Mein Name ist Alex und du bist? Ich bin Wolf. Genau, und wir arbeiten beide am DEW Berlin, am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung im Bereich der Energiewende. Ganz genau. Und heute sind wir live von der Langen Nacht der Wissenschaften hier in der Geschäftsstelle der Leibniz-Gemeinschaft in der Chausseestraße in Berlin. Also erstmal vielen Dank an Leibniz für die Gelegenheit und den schönen Raum. Alle, weiß nicht, ob man es sehen kann, wir sind in einem schönen Raum. Er heißt auch noch Berlin. Das passt sehr gut. Und bei der Gelegenheit auch vielen Dank an unser tolles Team am DEW, das uns jetzt schon seit 20 Folgen unterstützt. Also vielen Dank, dass ihr das macht. Wir freuen uns sehr. Genau, und das Thema Folge hast du auch schon erwähnt. Heute schon Folge Nummer 20. Darüber freuen wir uns sehr. Schon ein kleines Jubiläum, was wir hier in diesem schönen Saal verbringen können. Das Ziel des Podcasts, des Podcasts Fossilfrei, ist eben, die Energiewende etwas besser zu erklären. Vielleicht die Themen, die doch sehr komplex sind und auch in der Öffentlichkeit manchmal sehr kontrovers diskutiert werden, ein wenig verständlich zu machen und auch Fakten eben in die Diskussion zu bringen. Genau, und was wir ganz besonders eigentlich machen ist, oder was wir ursprünglich vorhatten, ist so eine Art Tonspur zu unserem Ampelmonitor Energiewende zu sein. Das ist also ein Datentool, das wir am DEW entwickelt haben. Da kann jede und jeder einfach jederzeit nachverfolgen, wo stehen wir eigentlich bei der Energiewende, wie geht's voran, wo läuft's gut, wo nicht. Und in dieser Tonspur im Podcast reden wir halt nicht nur darüber, wo wir stehen, sondern versuchen auch zu ergründen, warum und woran das liegt. Zur Folge Nummer 20 wollen wir jetzt einfach nochmal einen Überblick geben, wie es gerade läuft, wie es um die Energiewende in Deutschland steht. Das soll der erste Teil, und im zweiten Teil nochmal auf das Thema Photovoltaik eingehen. Genau. Genau, dann legen wir direkt los. Wir haben ja gar nicht so viel Zeit. Vielleicht nochmal kurz zur Motivation. Warum reden wir eigentlich über die Energiewende und warum machen wir das Ganze? Ja, ich meine, die Energiewende ist eigentlich ein Thema, was ja schon seit vielen Jahren begleitet. Und anfänglich ging es ja eher darum, den Ausbau von erneuerbaren Energien zu forcieren. Und dann kam die Thematik um die Klimaneutralität kam ja dann auch dazu. Und jetzt ist es natürlich der zentrale Baustein, um der Umbau der deutschen Energieversorgung zu einer nachhaltigen Energieversorgung. Genau, und die Energiewende hat im Grunde so drei ganz wesentliche Säulen. Das eine ist effizienter werden, also weniger Energie verbrauchen, dann erneuerbare Energien nutzen und damit die fossilen Energien ablösen und das ganz besonders dadurch, dass wir die sogenannte Sektorenkopplung machen, also dass wir erneuerbaren Strom nutzen, um fossile Kraft und Brennstoffe zu ersetzen, zum Beispiel im Verkehr oder bei der Wärme. Der Podcast Fossilfrei schaut sich ja immer so ein bisschen oder schaut sich immer an, was hat die Politik sich vorgenommen und wo stehen wir gerade? Und wir schauen vor allem auf die Ziele im Bereich der erneuerbaren Energien und auch der Sektorenkopplung, wie du gerade gesagt hast. Und da gibt es eben so eine ganze Reihe von, sagen wir mal, wichtigen zentralen Zielen. Und die wollen wir jetzt mal kurz besprechen und schauen, wie es da gerade steht. Genau, und besonders viel vorgenommen hat sich die Politik im Bereich der erneuerbaren Energien. Und wir fangen mal an mit dem erneuerbaren Strom. Beim erneuerbaren Strom gibt es das Ziel, dass wir bis zum Jahr 2030 80% unseres Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien decken wollen. Das ist schon wirklich viel, 80%. Ich erinnere mich noch so an Zeiten, wo ich jünger war, da waren es so immer so 8, 7, 6%. Also als ich jünger war, waren es nur noch weniger Prozent. Ja, genau. Und genau, 80%, aber wir stehen gerade bei ungefähr 50%. Also das ist schon nicht weit weg, aber auch noch nicht erreicht. Genau, also es gab ein deutliches Wachstum in letzter Zeit. Und da hat uns auch schon eine Frage erreicht, warum gibt es denn da eigentlich so unterschiedliche Zahlen? Also manchmal hört man, die Hälfte des Stroms ist jetzt so erneuerbar. Manchmal liest man auch, es sind schon über 60%. Und da kann man vielleicht kurz erklären, das offizielle Ziel der Regierung ist eben immer, den Anteil der erneuerbaren Energien am sogenannten Bruttostromverbrauch anzugeben, also die Anteil der Erzeugung am gesamten Verbrauch in Deutschland.
Und das kann man aber immer nur mit relativ viel Zeitverzug messen, weil wie hoch tatsächlich der Gesamtverbrauch war, das weiß man eben nicht gleich. Da muss man ziemlich viel Daten erheben, weil das bezieht unter anderem auch den Kraftwerkseigenverbrauch an. Also wenn jetzt zum Beispiel ein altes Kohle- oder Gaskraftwerk Strom erzeugt, dann hat es auch noch einen gewissen Eigenverbrauch. Deswegen ist das so ein statistisches Maß, das so ein bisschen hinterherhängt. Was man zeitnäher messen kann, ist, wie hoch ist der Anteil an der heimischen Erzeugung. Das hört man auch viel in den Medien zum Beispiel. Genau. Also wenn es dann heißt, in den ersten 3 Monaten in Deutschland war der Anteil der Erneuerbaren 80%, dann ist es meistens an der Stromerzeugung. Genau, das kann man zeitnah messen. Und grundsätzlich ist das ein bisschen höher, weil wir haben auch noch, meistens haben wir auch noch gewisse Stromimporte und eben dieser Kraftwerkseinverbrauch fällt weg. Deswegen gibt es so ein bisschen verschiedene Zahlen und ungefähr die Hälfte am Stromverbrauch haben wir im Moment erreicht und etwas mehr, 60%, ein bisschen drüber an der Stromerzeugung. Hm. Aber bevor du jetzt schon das ganze Publikum verloren hast bei der Netto- und Stromverbraucherzeugung, genau, also da stehen wir gerade schon nicht schlecht, aber wir müssen noch ein bisschen weiter vorankommen. Und, aber ein wichtiger Kernelement sind halt die erneuerbaren Energien, um das zu erreichen. Ne? Und da können wir vor allem durch 3 wichtige Technologien durchgehen. Das ist die Photovoltaik und das ist die Windkraft an Land und auf See. Genau, und dann gucken wir mal auf die Photovoltaik. Da kann man sagen, also Photovoltaik kennt jede und jeder, das sind die meist dunkelblauen, schwärzlichen Paneele auf den Dächern oft. Da läuft es im Moment sehr gut, da geht die Energiewende gut voran, da läuft es sogar besser, als die Regierung das vorhergesehen hat oder geplant hat. Da gibt es ein Ziel von 215 Gigawatt bis zum Jahr 2030. Davon haben wir heute ungefähr 40%, also wir müssen die Photovoltaikleistung, die in Deutschland installiert ist, ungefähr verzweieinhalbfachen, um dieses Ziel zu erreichen. Aber das erscheint jetzt erstmal weit weg, das Ziel. Aber wenn man guckt, wo die Regierung vor ungefähr 2 Jahren gestartet ist, dann hat die schon ungefähr 45% mehr wurde in der Zeit installiert. Also schon, da gibt es richtig viel Dynamik gerade und wir wollen da auch später nochmal drauf zurückkommen, weil das gerade ein Themenfeld ist, wo viel passiert. Genau, da kommen wir im zweiten Teil noch stärker dazu. Aber man kann vielleicht noch sagen, die Welt endet auch nicht 2030. Also das Ziel für 2040 ist dann nochmal fast eine Verdoppelung von diesem Ziel für 2030. Also da muss richtig viel passieren, geht aber ganz gut voran. Ja, ja, dann kommen wir zur Windkraft, Alex. Wie sieht's da Windkraft, aus? Ja, die Windkraft, ich meine, der ein bisschen Zeitung liest oder ein bisschen Nachrichten liest, der verfolgt, Windkraft ist natürlich ein Thema, was kontrovers ist. Und das merkt man auch dann beim Ausbau, der zwar vorhanden ist, aber der deutlich unter dem Plan verläuft. Also, aber man kann ja jetzt mal sagen, okay, bei der Windkraft haben wir ja schon über die Hälfte dessen, was wir, also wir haben schon machen viel wollen bis 2030, ja. Klingt ja erstmal nicht so schlecht. Ne? Genau, nur das Problem ist, dass gerade die Dynamik, also dass der Zubau gerade doch deutlich unter dem ist, was sich die Regierung selbst als Ziel gesetzt hat und was auch die meisten, ich sag mal, Wissenschaftler oder die meisten Experten auch sagen, Deutschland müsste eigentlich installieren, um die Ziele zu erreichen. Genau, da sind wir im Moment also leider gerade viel zu langsam unterwegs. Die Geschwindigkeit dieses Windkraftausbaus müsste sich verdreifachen, damit wir dahin kommen, ungefähr verdreifachen, damit wir eben diese Ziele im Jahr 2030 erreichen können. Also leider viel, viel weniger positiv als bei der Photovoltaik. Wichtig ist vielleicht hier noch zu erwähnen, dass auch da wieder Zahlen genannt werden, es müssten doppelt so viele oder dreimal so viel Leistung installiert werden. Das heißt aber nicht unbedingt, dass wir auch dreimal so viele Windkraftanlagen brauchen. Ne? Das ist vielleicht auch ein wichtiger Faktor oder eine wichtige Tatsache, dass sich die Anlagen in den letzten Jahren vergrößert haben. Das mag vielleicht nicht jeder mögen, weil sie dadurch einfach mehr sichtbar sind, aber sie können dadurch deutlich mehr Energie erzeugen. Das heißt, wir brauchen auch deutlich weniger Anlagen, um die gleiche Energiemenge zu erzeugen. Ja, das ist ganz spannend. Wir brauchen nicht mehr Windräder in Deutschland, aber wir müssen die alten, kleineren ersetzen durch größere. Und die sind auch immer größer geworden. Also seit dem Jahr 2000 hat sich so die durchschnittliche Höhe von so einem Windrad, also die Nabenhöhe, verdoppelt und der Rotordurchmesser auch mehr als verdoppelt und die Leistung pro Windrad vervierfacht. Also die Dinger werden immer größer. Leider sieht man sie dann natürlich auch weiter. Aber sie erzeugen halt auch mehr Energie. Ja. Also, ja. Und dann ist es ja nicht so ganz gleichmäßig, wo die Windräder stehen in Deutschland. Ja, das ist ganz, ganz spannend. Also natürlich macht es Sinn, dass die meisten Windkraftanlagen dort stehen, wo auch der Wind weht. Das sieht man auch. Also die meisten Windkraftanlagen wurden historisch im Norden Deutschlands installiert. Da sind vor allem die Spitzenreiter an der Gesamtleistung sind Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Brandenburg und auch NRW. Und jetzt ist es leider so, dass der Zubau auch vor allem in diesen Ländern passiert. Diese 4 Länder machen ungefähr 60% aus, was in Deutschland insgesamt installiert ist. Und die sind aber auch weiterhin die Musterschüler. Also die schon viel gemacht haben, machen weiterhin viel, während gerade die süddeutschen
Länder sind auch bekannt in der Diskussion, dass da auch es viel Kritik gibt an der Windkraft. Die haben nicht viel installiert, aber installieren gerade auch weiterhin nicht wahnsinnig viel. Genau, also eigentlich müssten die Südländer aufholen. Es ist ja nicht so, dass da kein Wind weht. Die Windressource ist ein bisschen schlecht, aber man kann auch die Windkraft gut ernten in Süddeutschland. Und leider ja, zeigt der Trend noch gar nicht in die Richtung, dass sich das mal ausgleichen würde in Deutschland, Nord-Süd, sondern es verstärkt sich noch viel mehr, dieses Nord-Süd-Gefälle, was in vielerlei Hinsicht schwierig ist, weil man auch natürlich mehr Strom dann transportieren muss. Und noch viel mehr Strom von Nord nach Süd transportieren müssen wir, wenn wir auf die dritte Technologie gucken. Das ist die Windkraft auf See. Genau, das ist so ein Spezialfall, die Windkraft auf See. Da ist in den letzten Jahren eigentlich fast gar nichts passiert, muss man sagen. Also wenn man da auf unsere, wenn man da auf die Abbildungen guckt, wie viel installiert ist an Leistung oder auch an Anlagen, die haben sich in den letzten, ich kann es jetzt gar nicht sagen, aber in 4-5 Jahren ist da, sind da ein paar Anlagen dazugekommen, aber da ist fast nichts passiert. Ja, man nannte das auch der Fadenriss der Branche. Also vor ungefähr 10 Jahren gab es da unheimlich viel Aktivität. Da wurden die ersten Offshore-Windparks gebaut. Also in der Nordsee. Und genau, in der Nordsee vor allem, ein bisschen auch in der Ostsee. Ja. Und dann erschien es aber zumindest zeitweise der Politik für zu teuer. Also die Windkraft auf See ist eben erstmal teurer gewesen als die Windkraft an Land, was eben sehr aufwendig ist, alles offshore zu machen und wetterfest zu machen. Und deswegen gab es da leider einen totalen Ausbaustopp praktisch. Und jetzt, die neue Regierung will das wieder anschieben, und zwar vehement. Mhm. Also wir haben hier ein Ziel von 30 Gigawatt bis zum Jahr 2030. Also viermal so viel, was wir heute ungefähr haben. Viermal so viel wie heute. Und das soll dann langfristig noch auf 70 Gigawatt steigen. Also dann sich noch mal mehr als verdoppeln. Also da haben wir sozusagen relativ betrachtet die ambitioniertesten Ausbauziele. Ist auch eine Technologie, die natürlich auch interessant ist für die Energiewende, weil sie relativ konstant Energie erzeugen kann. Die Photovoltaik hat das Problem, dass natürlich nachts keine Sonne scheint, wie jeder weiß, und auch an manchen Tagen, an manchen Tagen, gerade im Winter natürlich auch wenig Sonne scheint und auch im Sommer manchmal nicht. Der Wind an Land weht auch unregelmäßig, aber der Wind auf See ist deutlich regelmäßiger. Vergleichsweise gleichmäßig. Genau. Und es gibt auch keine Menschen, die sich da gestört fühlen können von diesen Anlagen. Nicht direkt. Genau. Und da hatten wir uns auch eine Frage erreicht, warum dauert denn das so lange? Also warum geht das so langsam mit diesem Ausbau der Windkraft auf See? Und da ist einfach die Antwort, diese Projekte haben sehr, sehr lange Vorlaufzeiten, bis das genehmigt ist, bis man eine Auktion gewonnen hat, bis man dann tatsächlich all die Lieferketten in Schuss gebracht hat, dass man tatsächlich diese Anlagen installieren kann. Das hängt auch an speziellen Installationsschiffen, an speziellen Manpower. Da dauert das einfach sehr, sehr lange. Und das ist so ein Bereich, wo die Regierung nicht gleich den Schalter umlegen konnte und wo wir auch, man kann es so rauslesen an diesen Netzanschlussplänen, wo wir eigentlich damit rechnen, dass diese ganzen Gigawatt erst in den Jahren direkt vor 2030 dann ans Netz kommen werden. Also da werden wir wahrscheinlich auch lange noch keinen Zubau sehen. Wir haben da auf unserem Ampelmonitor so ein Tacho. Im Moment haben wir 1% der nötigen Zubaugeschwindigkeit, die wir eigentlich brauchen. Und das wird dann hoffentlich in den Folgejahren rasant steigen. Das war jetzt so im Schnelldurchlauf mal der Stand der Dinge im Bereich vom Strom. Und Strom ist deswegen wichtig, weil Strom nicht nur einen gehörigen Anteil an den Emissionen hat, die Deutschland produziert, sondern auch, weil Strom in Zukunft andere Sektoren, du hast das Stichwort Sektorenkopplung erwähnt, versorgen wird, zum Beispiel die Wärme. Genau, über Wärme haben alle viel geredet, vielleicht auch zu viel. Bei der Wärme hat die Bundesregierung nämlich auch ein Ziel, das ist, glaube ich, weniger bekannt. Das steht schon im Koalitionsvertrag, dass bis 2030 die Hälfte der Wärmeversorgung erneuerbar sein soll. Und da starten wir von einem viel niedrigeren Niveau als beim Strom. Da haben wir noch nicht mal ein Fünftel, also noch nicht mal 20% heute. Da ist sozusagen der relative Anstieg noch sehr viel größer, der erforderlich wäre, um dieses Ziel zu erreichen. Und das ist ja auch nicht verwunderlich. Schließlich sind die meisten Wärmesysteme, die die Menschen ja haben in Deutschland, sind halt basierend auf Gas und auch Öl traditionell. Und die Wärmepumpe als sicherlich die zentrale Technologie, die das in Teilen zumindest machen kann, neben noch anderen Technologien, die kommt halt erst in den Markt jetzt. Und da hat sich halt die Regierung auch ein Ziel gesetzt, um eben dieses 50%-Ziel zu erreichen, sollen mehr Wärmepumpen in Deutschland installiert werden. Und zwar sollen 6 Millionen Wärmepumpen installiert sein bis zum Jahr 2030. Da geht es um Wärmepumpen, die einzelne Häuser versorgen. Es geht jetzt nicht um Großwärmepumpen in so Fernwärmesystemen wie bei uns hier in Berlin, sondern an so typischen Ein- und Zweifamilienhäusern. Also im Stadtrand oder auch. Genau. So Wärmepumpen für so Einzelobjekte. Ja. Und da haben wir im Moment so ungefähr 1,8 Millionen. Da fehlt also auch noch sehr viel. Und leider sind wir auch deutlich unter diesem Zubaupfad. Also jedes Jahr müssten so 500.000 dazukommen. Letztes Jahr waren es leider erst knapp die Hälfte.
Und was noch ein bisschen trauriger stimmt, ist, dass noch deutlich mehr Erdgas- und auch Erdölheizungen noch eingebaut wurden. Also hier muss man sehen, verschleppen wir wirklich so den Umstieg, was sicher daran liegt, wir haben dazu auch mehrere Episoden aufgenommen, an den, ja, ich sag mal, Kommunikationsschwierigkeiten rund um dieses Gebäudeenergiegesetz. Da haben wir also leider nicht nur einen langsamen Umstieg auf die Wärmepumpen, sondern verzögern auch noch die ganze Transformation dadurch, dass wir jetzt noch neue fossile Heizungen einbauen, die dann noch eine relativ lange Lebensdauer haben werden. Ja, genau. Ja, das macht nicht so Freude, das Thema Wärmepumpen. Macht denn das Thema Elektromobilität Freude, so eine andere Sektorenkopplung? Auch eine gemischte Bilanz, glaube ich, kann man da ziehen. Also bei der Elektromobilität hat sich die Regierung das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 15 Millionen elektrisch angetriebene Fahrzeuge im Markt zu haben, im Bestand zu haben. Erstmal, warum reden wir auch über die Mobilität? Auch da die Mobilität, also die Autos vor allem, die Lkw, aber auch natürlich die Pkw produzieren gut 20% der gesamten Emissionen in Deutschland. Also es ist durchaus ein nicht zu verachtender Faktor. Und wie schon gesagt, 15 Millionen sollen sein im Jahr 2030 und wir sind gerade bei ungefähr 1,5 Millionen. Also nicht mal gut 10% davon. Und kann man auch sagen, also diese 1,5 Millionen sind halt batterieelektrische Fahrzeuge. Die Regierung ist da offen gewesen. Im Koalitionsvertrag steht auch das Ziel, eben vollelektrische Fahrzeuge. Vollelektrisch kann auch heißen Wasserstoff, Brennstoffzellen elektrisch. Aber die gibt es eben kaum. Also da haben wir rund 2000 sind es, glaube ich, zuletzt gewesen. Die sind sozusagen, die verschwinden total in der Statistik. Es sind halt die batterieelektrischen Fahrzeuge. Und da ging es in den letzten Jahren eigentlich ziemlich nach oben. Die Anteile der E-Autos haben sich immer mehr erhöht. Aber gerade dieses Jahr ist es auch wieder, gerade in Deutschland, der Markt schwächelt doch ziemlich. Hat auch sicherlich damit zu tun, dass die Förderung weggefallen ist, dass jetzt auch doch auch ein bisschen Unsicherheit da ist bei den zukünftigen Autokäufern, die nicht genau wissen, was sie jetzt machen sollen. Und gerade bei der Elektromobilität ist das so ein Fall, wo man jetzt nicht von so einem linearen Hochlauf annehmen kann, dass sozusagen jedes Jahr gleich viele dazukommen, sondern das ist was, wo man eher auf so eine fortschreitende Dynamik hoffen kann, dass also irgendwann der Punkt kommt, wo einfach die meisten neu zugelassenen Autos tatsächlich elektrische Autos sind, batterieelektrische Autos, und dann wächst die Flotte natürlich auch deutlich schneller. Nur leider sehen wir das noch nicht. Also der Zuwachs, selbst wenn man so einen ansteigenden Hochlaufpfad annimmt, was wir auch tun in unserem Datentool, sind wir selbst da im Moment eben noch deutlich dahinter. Und ganz interessant ist aber, da haben wir mehrfach und immer wieder Fragen bekommen, wieso wir eigentlich immer so erbsenzählerisch auf diese Elektroautos gucken, Zuwachs Elektroautos. Wäre es nicht viel wichtiger, dass wir darauf schauen, wie viele Autos mit Verbrennungsmotor gibt es denn und wieso gucken wir nicht darauf, wie schnell die rausgehen oder abnehmen aus der Flotte? Ja, das ist eine gute Frage. Das kann man auch tracken. Wir haben es jetzt erstmal nicht gemacht, weil die Regierung sich da erstmal jetzt kein Ziel gesetzt hat. Also sie sagt nicht, bis zum Jahr 2030 wollen wir maximal so viele Verbrenner im Bestand haben. Aber wir wollen das tracken, aber wir haben es noch nicht gemacht und wahrscheinlich hat es auch Gründe, dass man das natürlich nicht kommunizieren will. Man will natürlich nicht sagen, wir wollen weniger Verbrenner haben, sondern wir wollen mehr E-Autos haben. Klingt natürlich auch besser. Was den Bestand angeht, haben wir es ja schon. Also man kann das auf unserer Datenplattform auch sehen, wie viele das sind. Es sind sehr viele Autos in Deutschland. Wir haben es schon mal besprochen im Podcast. Es sind inzwischen ungefähr 50 Millionen Pkw. Das heißt, die ganze Bevölkerung passt auf die Vordersitze und die Rückbänke bleiben frei. Und davon sind halt noch gut 48 Millionen sind halt nicht elektrisch, sind halt überwiegend Batterie und Diesel. Und das sinkt bisher erst sehr langsam. Ja. Und wäre halt zu hoffen, dass wenn mehr Leute überzeugt sind von den Elektrofahrzeugen und sehen, dass die nicht nur klimafreundlicher sind, sondern auch gut zu fahren sind und viele Vorteile mit sich bringen, dass wir da hoffentlich bald auch mehr Dynamik sehen. Genau. Und ich meine, ein wichtiger Grund für den auch vielleicht schleppenden Ausbau oder schleppenden Vorankommen der E-Mobilität ist auch die Frage der Ladeinfrastruktur. Auch da hat sich die Regierung ein Ziel gesetzt, ungefähr 1 Million Ladepunkte bis 2030, eben vor allem auch Schnellladepunkte. Und da geht es auch gerade nicht so schnell voran. Also wir haben es so verglichen, es läuft so ein bisschen besser als mit den Fahrzeugen selbst, dieser Zubau dieser öffentlichen Ladepunkte. Genau, das Ziel, da geht es eben um die öffentlichen, also die Ladepunkte, die die Menschen zu Hause haben, die jetzt einen eigenen Stellplatz haben, die sind da nicht erfasst, sondern wirklich die öffentlich zugänglichen. Und
Dieses Ziel wurde noch ergänzt dadurch, dass man gesagt hat, man möchte einen Schwerpunkt auf Schnelllader setzen. Ich weiß nicht, ob hier jemand elektrisch fährt, aber wenn man so ein Elektrofahrzeug hat, dann ist es sehr hilfreich, wenn man unterwegs schnell laden kann und nicht sehr lange da stehen muss und mit 11 Kilowatt lädt. Und das Problem hast du ja auch bei Privat, habe ich gehört. Ja, ja, wir haben eben nur so einen langsamen Lader in der Straße, so einen Schnarchlader, und da wird halt die Batterie dann nicht mal voll in den 4 Stunden, bis man die Blockiergebühr hat. Dann muss man das Fahrzeug wegfahren. Also Schnelllader wären sehr hilfreich, und das sieht man leider noch kaum. Also die Schnelllader wachsen auch, aber wachsen so ungefähr im Gleichklang mit der Pkw-Flotte. Das heißt, von einem wirklich Umstieg auf Schnelllader, die dann auch wirklich Leuten Flexibilität geben, schnell Elektroautos zu laden, wo man eher in Richtung von dem kommt, was Menschen kennen vom Tanken, das ist bisher leider noch nicht im großen Ziel zu sehen. Aber es ist schon viel Aktivität, es gibt viele Ausschreibungen, auch für dieses sogenannte Deutschlandnetz. Da hoffen wir, dass in Zukunft das schneller geht. Also kann man als Zwischenfazit sagen, ich glaube, das Glas ist manchmal voller und manchmal leerer bei diesen verschiedenen Fortschritten der Energiewende. Bei der PV sieht es nicht so schlecht aus, bei Wind so und so, und bei der E-Mobilität und auch bei der Wärme. Ja, es ist durchwachsen, kann man sagen. Man kann aber immerhin der aktuellen Regierung quasi das gute Zeugnis ausstellen, dass sie einiges gemacht hat und dass sie auch die Ziele gesetzt hat, die ambitioniert sind und die auch wahrscheinlich hoch genug sind, damit wir damit wir Deutschland klimaneutral bis in das Jahr 2040 und 2045 auch erreichen. Genau, da muss man vielleicht auch noch sehen, genau, uns erreichen auch immer wieder so Rückmeldungen, habt ihr eigentlich auch mal gute Nachrichten so, wenn das alles zu langsam ist, gibt es nicht auch mal was Gutes zu berichten? Und da muss man, glaube ich, schon auch sehen, vieles von dem, was jetzt politisch und regulatorisch angestoßen wurde, sieht man einfach noch nicht direkt im Zubau, weil die Dinge brauchen Zeit. Jetzt wurde zum Beispiel sehr stark vereinfacht die Genehmigung von Windkraftanlagen oder auch sowas wie dieser Ausbau der Ladeinfrastruktur. Das braucht dann eben ein wenig Zeit, bis das tatsächlich kommt, schafft aber dann die Voraussetzungen dafür, dass die Transformation später eben schneller geht. Mhm. Insofern würde ich sagen, ist es auch noch ein bisschen zu früh, sozusagen der Regierung jetzt so ein Abschlusszeugnis auszustellen, wie gut sie die Energiewende vorangebracht hat, weil man noch nicht alles zählen kann. Mhm. Von daher, glaube ich, kann man jetzt sagen, die Regierung muss dranbleiben und das umsetzen, was sie beschlossen hat. Und natürlich gilt das auch für die kommende Regierung. Das ist jetzt alles so ein Marathonlauf, der gemacht werden muss. Genau, die Energiewende ist sicher kein Sprint, sondern der Marathonlauf. Zum Thema gute Nachrichten wollen wir vielleicht noch diese Episode abschließen mit so einem kleinen Mini-Exkurs zum Thema Photovoltaik. Warum die Photovoltaik? Ich glaube, da ist in den letzten, doch kann man sagen, Jahren, noch Monaten, hat sich doch jetzt eine sehr starke Dynamik entwickelt, auf die wir nochmal drauf gucken wollten. Unbedingt. Und man sieht halt, es gibt da ein tolles Register, das Marktstammdatenregister, da kann man genau reingucken, weil im Grunde alle PV-Anlagen in Deutschland da gemeldet sein müssen. Da kann man mal genauer reinschauen, was das eigentlich für Anlagen sind und warum die gerade sich so gut entwickeln. Und da sieht man halt, wenn man so nach Größe und nach Fördertyp und nach Art aufschlüsselt, dass es vor allem kleinere Anlagen sind, solche, die auf und an Gebäuden stehen und nicht so sehr die großen Freiflächenanlagen, also diese großen Solarparks, die man vielleicht auch vom Zug oder von der Autobahn her kennt, sondern die Dinger auf den Gebäuden, die überwiegend gefördert werden durch einen Einspeisetarif, also ich bekomme einen gewissen Centbetrag pro Kilowattstunde, die ich einspeise, und eben einen Eigenverbrauchsvorteil bringen. Also ich kann einen Teil meines Stromverbrauchs selbst decken durch PV-Strom und brauche dann keinen Netzstrom, der sehr viel teurer wäre. Diese Anlagen treiben im Moment ganz wesentlich den Ausbau der Photovoltaik. Und bei denen, in dem Bereich ist es so, dass die Bayern da ganz gut dabei sind. Also während wir bei der Windkraft an Land gesagt haben, die Südländer sind nicht so stark, ist es bei der Photovoltaik andersherum. Was absolut ja auch Sinn ergibt, weil im Süden von Deutschland mehr Sonne scheint als im Norden. Was auch noch dazu kommt, ist, dass da auch viele Menschen natürlich die Möglichkeit haben, mit freistehenden Häusern und entsprechenden finanziellen Spielräumen einfach das zu machen. Ich meine, finanzielle Spielräume sollten keine zu große Rolle spielen, weil es gibt vergünstigte und subventionierte Kredite auch für die Installation von PV-Anlagen. Aber es stimmt, Bayern ist sozusagen da ganz vorne. In jeder Metrik, was auch immer man anguckt, ist Bayern ein Solarland. Und wenn man jetzt guckt, okay, es läuft also ganz gut, dann kann man sagen, es läuft teilweise auch ganz gut bei der PV wegen dem, was die Regierung gemacht hat. Teilweise ist es aber auch wirklich Zufall, weil eigentlich war die Idee, man baut ungefähr im Gleichklang diese Freiflächenanlagen, also diese großen Solarparks, und die Anlagen auf den Dächern aus. Und im Moment sind es halt ganz überwiegend die auf den Dächern. Und das hat sich einfach mehr oder weniger zufällig ergeben durch die
extrem gestiegenen Strompreise, die wir wegen Russlands Invasion in der Ukraine gesehen haben, da sind die Strompreise explodiert, die Menschen haben viel höhere Stromtarife als früher und gleichzeitig sind die Solarmodule sehr günstig geworden, kommt vielleicht auch noch dazu, warum das so ist, und dementsprechend wurde es einfach für viele Leute sehr, sehr wirtschaftlich vorteilhaft, sich eine PV-Anlage aufs Dach zu bauen, und da sind wir gerade voll drin in diesem Trend. Und du hast ja schon das Stichwort genannt, ich glaube, die günstigen Solarmodule. Ich glaube, das ist vielleicht nochmal ein guter Punkt, nochmal den Blick ein bisschen zu weiten über den deutschen Tellerrand hinaus. Weil die eine Frage auch immer ist, ne, wir wollen die Kapazität in Deutschland verdoppeln bis ins Jahr 2030 und vervierfachen bis in das Jahr 2040. Und die Frage ist dann, schafft man das? Und ich glaube, dafür muss man auch mal den Blick weiten, was gerade weltweit zugebaut wird und wie weltweit in die Dynamik ist, um vielleicht diese Frage beantworten zu können. Ich glaube, auch das ist besonders hilfreich, nicht auf Deutschland als kleine Insel zu gucken und nur zu sehen, wow, das, so hoch soll das wachsen, können wir das schaffen? Dazu haben wir uns auch mehrfach Rückfragen erreicht, geht das überhaupt? Und wenn man dann den globalen Trend sieht, wie da der Zubau wächst, dagegen ist das sozusagen eigentlich Peanuts, was wir hier in Deutschland machen. Also weltweit wächst der Zubau der Photovoltaik extrem stark. Mhm. Wir haben Zubaurekorde gesehen, international schon im Jahr 2022 ein Terawatt insgesamt installiert, also 1000 Gigawatt. Dagegen sehen unsere knapp 90 Gigawatt echt schmal aus. Und auch bei der Produktionskapazität gibt es immer weitere Rekorde. Wir werden wahrscheinlich schon bald insgesamt ein Terawatt jährliche Produktionskapazität erreichen. Also es wird wirklich im sehr, sehr, sehr großen Stil werden Solarfabriken gebaut. Und deswegen muss uns praktisch auch nicht bange sein, dass es insgesamt zu wenig von den Modulen geben könnte. Im Moment haben wir sogar wirklich eine Überversorgung des Marktes. Und das immer noch bei den Preisen. Ich habe heute in Vorbereitung der Folge noch ein bisschen auf die Zahlen geschaut. Und wenn man sich da die Zahlen anguckt, das ist wirklich ein beeindruckender Trend von den 80er Jahren, wo die Preise noch um die 30 Euro lagen pro Watt. Heute ist es so bei 0,1 und 0,2. Und dieser Preis ist ungefähr nochmal die Hälfte von dem, wie er vor einem Jahr war. Also es gab auch gerade in den letzten ein, zwei, drei Jahren nochmal einen starken Preisverfall. Und das sieht man jetzt auch, dass sich die Leute und auch die Unternehmen natürlich die Dinge auf die Dächer bauen. Und nicht nur hier, sondern auch weltweit. Du hast es gerade gesagt, wir sehen einen starken Ausbau überall auf der Welt. In Asien sehr stark, China ist natürlich der absolute Frontrunner. Aber auch in Europa, also auch viele Nachbarstaaten, natürlich im Süden viel, macht ja auch Sinn. Aber auch selbst Staaten, bei denen man nicht so dachte, zum Beispiel die Niederlande, bauen extrem viel Photovoltaik aus. Aber auch Polen zum Beispiel, auch ein Land, wo man erstmal denken würde, die machen viel Kohle. Aber auch die bauen in den letzten Jahren sehr viel Photovoltaik aus. Und da geht, wenn man auf die Zahlen guckt, sieht man da wirklich so einen absoluten nach oben schießen. Das ist eigentlich ein ganz guter Trend, wo man hoffen kann, dass man da über die Photovoltaik doch einen großen Anteil der Energiewende auch eben stemmen kann. Und ich glaube, es ist immer wieder ganz wichtig, sich bewusst zu machen, dass wir halt hier keinen absoluten Sonderweg haben. Es gibt ja manchmal in so Sonntagsreden auch so Debatten, Deutschland macht hier einen völligen Alleingang mit der Energiewende, niemand sonst tut das. Also pro Kopf hatten zum Beispiel die Niederländer schon deutlich mehr Photovoltaik als wir. Mhm. Also wir sind hier überhaupt nicht alleine unterwegs, gerade was die Photovoltaik angeht. Deutschland hatte mal viel Photovoltaik. Wir hatten mal, pro Kopf ganz viel, auch absolut einen großen Teil. So ums Jahr 2010 rum waren wir, glaube ich, so der Solar-Weltmeister und davon sind wir weit weg. Also inzwischen haben andere uns nicht nur aufgeholt, sondern uns da weit überholt. Also wir müssen eher gucken, dass wir an diesem globalen Megatrend dranbleiben. Mhm. Und ich glaube, das ist vielleicht schon ein ganz gutes Stichwort gewesen für so ein Fazit, oder? Also du hast recht, das PV-Wachstum, glaube ich, wird weiter da sein. Das wird auch helfen, die deutsche Energiewende voranzubringen. Da ist natürlich eine spannende Frage, die wir, glaube ich, jetzt in dieser Zeit heute nicht beantworten können ist, wie steht es um die Industrie dahinter? Sollte die auch hier sein? Sollte die nur, machen wir uns abhängig von China? Vielleicht kommen wir in der Fragerunde gleich dazu. Aber zumindest ist das jetzt, glaube ich, ein ganz gutes, positives Schlussfazit. Ja, wir wollten mit was Positivem erstmal so ein Zwischenfazit ziehen. Genau, bis hierhin würde ich einfach mal sagen, wir freuen uns immer über Rückmeldungen, über Anregungen und Kritik. Manche sagen, wir reden zu viel, manche sagen, wir haben viel zu viele Zahlen. Da können wir auch immer gern verweisen, die ganzen Zahlen könnt ihr auch nachlesen auf unserem Ampelmonitor Energiewende. Aber wir freuen uns über Rückmeldungen natürlich, auch über Likes und Abos. Das hilft uns natürlich, wenn wir wissen, da draußen sind Menschen, die das gerne hören. Und tretet gerne mit uns in Kontakt. fossilfrei@dew.de ist die E-Mail.
Genau, wir sind auch auf verschiedenen sozialen Kanälen manchmal zu finden, zumindest auf LinkedIn und Mastodon, Blue Sky, diese verschiedenen, kann man uns direkt anpinnen. Und wenn ihr uns sucht, werdet ihr uns finden. Genau, dann vielen Dank. Gut, und dann bedanken wir uns für das Interesse und schön, dass ihr alle da wart. Danke. Okay.